Die qualitative Zerlegung des Wassers mit Hilfe von Magnesium. Geräte, ein Reagenzglas, schwer schmelzbar, fast waagerecht eingespannt. Dazu ca. 1 cm Sand eingefüllt. Wasser mit einer Tropfpipette so weit eingefüllt, dass der Sand komplett durchfeuchtet ist. Danach wird das Magnesiumband zu einem Drittel in das Reagenzglas eingefüllt. Mit einem Stopfen Glasspitze verschlossen. Dann so erhitzt, dass abwechselnd Sand und Magnesium erhitzt werden, bis das Magnesium anfängt zu glühen. Danach wird der Sand kräftig erhitzt. Das Band ist so ins Reagenzglas zu bringen, dass die zu erhitzende Seite direkt an der Reagenzglaswand haftet. Das Reagenzglas ist jetzt verschlossen und das wird jetzt ganz vorsichtig erwärmt. Zunächst ein wenig. Der Sand, dass das Wasser ein wenig verdampft und der Dampf das Reagenzglas komplett ausfüllt. Aus. Zugang.